Bitte, Felix, komm auf die Bühne. Dankeschön. So, jetzt ist der Sound vorbei. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung, auch im Namen der ganzen kleinen Crime-Redaktion, die sich aus dem großen Stern generiert, so wie es ja eben hier angekündigt wurde. Und ich habe ein kleines Klischeewort in kleinen Reihen gesetzt. So fing alles an. Der Stern hat natürlich als Wochenmagazin, ist es seine Aufgabe, das, was aktuell passiert, Gerichtsverfahren laufend, wenn es um Verbrechen geht, Verfahren, wo ethische Fragen auftauchen und so weiter, die in der Aktualität liegen. Und da hat der Stern einfach vor allem im Ressort Gesellschaft eine ganz große Erfahrung, und das ist ein großes Glück, weil dort Redakteure sitzen, die darüber sehr viel Vertrauen aufgebaut haben zu Anwälten, Zugänge, die man sonst nicht kriegt. Das heißt, da ist ein ganz großes Wissen in der Redaktion vorhanden. Und jetzt, es war jetzt fast auf den Tag vor 3 Jahren, Giuseppe Di Grazia, der stellvertretende Chefredakteur vom Stern, rief mich zu sich und hatte ein Papier, auf dem stand Peng. Und das war der erste Arbeitstitel, weil man sich gefragt hat, wir wollen eine neue Line-Extension machen. Und aus Leserbefragungen weiß man, dass Crime-Stücke im Stern sehr beliebt sind, vor allem übrigens bei Frauen. Und bei Crime hat es sich auch so entwickelt, 80% der Leser sind weiblich. Wie viele Untersuchungen es dazu gibt, weiß ich nicht. Und das war, es gab noch nichts. Denn es gab einfach auch bis dahin auf dem deutschen Markt kein Magazin, das sich ausschließlich nur mit Verbrechen beschäftigt hat. Also haben wir erstmal geguckt, wo gibt es das, wie sehen diese Magazine aus? Und das Interessante ist, dass im angelsächsischen Markt das der Look ist für Magazine, die sich ausschließlich mit Crime beschäftigen. Aber, und das ist, was ich bin schon für den nächsten Schritt, dass die Magazine in Amerika wie Vanity Fair, GQ, eine Kultur haben, zu denen gehört immer auch die eine große Crime-Geschichte, die ein Longread ist, aber immer gemischt ist mit den anderen Themen in diesem Magazin. Und so rüber natürlich ein ganzes Bild der Gesellschaft mit all ihren Facetten. Und so wie beim Stern, wenn er Crime hat, muss es auch optisch funktionieren. Und der Stern sieht in seinen Crime-Geschichten sehr viel besser aus als das. Muss es aber bestehen zwischen einem Ministergespräch, einem Modespecial. So, das war, was wir eigentlich als Vorgabe hatten. Aber mich persönlich, und ich saß wirklich die ersten 2 Wochen alleine dann in einem Raum, hatte mich in Erzählform eher das geprägt, wenn es um Crime geht, was das Fernsehen gemacht hat. Und wenn man in den 90ern, in den 80ern aufgewachsen ist, kannte ich bisher so, naja, in Sendungen, es gibt immer den Kommissar mit seinen Macken, in einer Dreiviertelstunde ist ein Fall geklärt und das war's. Und da hat auch HBO mit Sopranos zum Beispiel, ich denke mal die meisten, oder wer kennt Sopranos? Wer mag Sopranos? Ja, doch, da gehen doch einige hoch. Genau, ganz neue Erzählformen, die einfach sehr viel weiter gehen und das auch, wenn es um Verbrechen geht, und das ist zwar Sopranos fiktiv, aber dass es sich einfach immer viel mehr beinhaltet, die Tat, die Ermittlung, die Lösung und da noch vielleicht der Prozess, also die Verurteilung. True Detective, das dann kam, und in der Mitte, das kennt vielleicht nicht jeder, das ist Kommissarin Lund, eine dänische Serie. Die erste Staffel, ein Fall über 10 Folgen, 1,5 Stunden. In dem liegt ein echter Fall, das wissen die meisten bestimmt nicht zugrunde, der Fall eines Stine Giesler aus Kopenhagen, den wir auch in Crime dann behandelt hatten. Das heißt, wir waren dafür, um auch, dass es zwar Stern ist, aber anders, dass wir was Neues haben, dass sie sagen, wir brauchen, und auch die Redakteure sagten, sie haben so viel Infos zu Geschichten, die kriegen sie in diesem Weekly Run einfach manchmal gar nicht unter, weil sie sich auf die wesentliche Berichterstattung beschränken müssen.
Und was ein Longread ist, das möchte ich einfach mal zeigen, das ist ein Auftakt von einer Geschichte, die wir in Crime dann gemacht haben. Und das ist der Text dazu und da kamen zwei Leserbriefe, sie hätten gern noch mehr gelesen und ob sich ein paar weniger Bilder hätten sein können. Und es war einfach, was ist Longread, wenn man versteht, dass ein Stern- oder Spiegel-Titelgeschichte 20.000 bis 25.000 Zeichen hat, dass sich bei uns Geschichten zwischen 30.000 und 50.000 bewegen. Und die Entwicklung, ja, ist 2 Wochen alleine. Und das war ziemlich schnell klar, dass wir einfach, um Stern zu sein, aber auch anders als Stern und jetzt eine andere Form machen wollen, dass wir Platz haben und dann gedacht, wie kann man das optisch vermitteln? Und seht ihr, dass wir auch mit Wörtern, die das vielleicht schon eher Dark, Noir und Crime, ich muss es einfach sagen, ich war früher auch in der Werbung tätig, man hat Konzepte entwickelt, das erste saß und dann mussten noch schnell 2 weiterentwickelt werden, damit man was anzubieten hat, damit das erste durchkommt. Und ein Visual, da bin ich ganz besonders traurig, ich bin in der Mitte. Jetzt gibt es ja auf Netflix, auf iTunes habe ich gerade angefangen zu gucken, der Versace-Fall. Das ist 3 Jahre alt und ich hatte gedacht, naja, Versace ist ein bekannter Fall, mal sehen, ob man da vielleicht eine Geschichte machen könnte, habe ein Cover mal entwickelt und habe das Versace-Logo, das Blut weint, gesetzt. Ich mag es immer noch. Und dann kam doch immer, weil es redet natürlich doch viele Leute mit, der Vertrieb und so weiter, sagten, es muss ein deutscher Fall aufs Cover. Das bewegt die Leute, da haben sie einen Berührungspunkt zu und so weiter. Und dann saß ich während diesen 2 Wochen, habe ich geguckt, was gibt es denn überhaupt vielleicht an Fotografie für Geschichten? Dann kam ein Bildredakteur danach, ein toller Maxim Zerjenko. Und jetzt sitze ich übrigens zusammen mit meiner großartigen Kollegin Trixi Rossi, Bildredaktion. Und entdeckte bei Institute Artists eine Fotostrecke von, ich kann es nicht aussprechen, ich kann nicht, von Julien Herbeau, der, und den Fall kannte ich auch nicht, ich las dazu, was als Caption stand, ein Highway in Kanada, in dem seit den 60er Jahren immer wieder Frauen verschwinden, einige als Leichen auftauchen, die Polizei erste Ermittlungen aufnahm, als es erste weiße Opfer gab, da dachte ich, Kanada ist auch eigentlich die bessere USA, auch wieder was gelernt, da habe ich gedacht, was alles in Crime steckt, in einem, was man auch über Länder lernt. Ein Highway, der sich durch abgelegene Zahlen, ich glaube 1000 Kilometer oder sowas lang, in diesen Ermittlungen über die Jahrzehnte wurde auch ein Serienmörder unter anderem verhaftet, aber es verschwanden immer wieder Frauen und tauchten einige als Leichen auf und der Highway ist das verbindende Element. Ich dachte, das ist eine Geschichte. Sogar während wir diese Geschichte dann machten, wir griffen wirklich auf diese Fotografie zurück, haben selber geschrieben, mit einem freien Autor auch, der für den Stern arbeitet, in Kanada. Und dieses Bild habe ich eingebaut in ein Cover und auf einmal waren alle Argumente weg, was ein Visual erzeugen kann. Es musste kein deutscher Fall mehr sein und daraus entstand dann dieses Cover. Und ich fand es ganz schön, das Cover so zu setzen, weil es sagt, es ist aus der Realität. Das war die erste Geschichte. Und ich weiß gar nicht mehr, spurlos, ein Highway in Kanada, 43 Frauen sind hier verschwunden und es hört nicht auf. Also während wir sogar diese Geschichte produzierten, wurde wieder ein Opfer auf diesem Highway entdeckt. Da möchte ich ganz kurz zur Typografie sprechen, weil der Longread, habe ich eine Lauftypo gewählt, die doch mehr dem Buchcharakter als dem Magazincharakter entspricht. Das ist die Georgia Pro. Eine Slab, die Museo Sans, das sind Schriftbeispiele aus Crime, und Pastelaria von dem Brasilianer Eduardo Recife. Paper Moment. Und dann, weil es ein kleineres Format ist als der Stern, lange Geschichten, da ist es auch, es muss auch ein Haptikgefühl haben, etwas, was man gerne blättert. Und wir haben sehr viele Magazine beim Stern, das heißt beim Grün und Jahr, sehr viel Papierproben, sehr viele haben wir gefühlt, angefasst und immer so, es ist es nicht. Ich hatte eh noch eine Woche Urlaub Gran Canaria gebucht in der Entwicklung. Und als ich zurückfuhr, war ich am Flughafen, hatte noch 12 Euro und ich wollte einen Mangobaum mitnehmen. Den kann man da in so einem Laden holen. Und kam dann in einen Kiosk
Und dort waren so auch edle spanische Ausgaben vom Magazin. Ich blätterte durch, ich suchte gar nicht und auf einmal hatte ich es. Auf einmal, das wusste ich schon, wir wussten die Größe, was wie unser Magazin werden soll. Und ich blätterte es und dachte, genauso muss es fallen. Das passt zu einem eher zur Kurzgeschichte, also dem, zu einem Buch, etwas, was man gerne anfasst. Und das war die spanische Ausgabe der Esquire, ein Papier, das wir bei Grün und Jahr noch nicht im Programm hatten. Und ich erzähle das einfach, um zu sehen, wie in einem Großverlag auch Entscheidungen getroffen werden. Ich habe gefragt, ist das Papier, können wir das kriegen? Ja, aber die Produktion wird eingestellt, ihr könnt es nur für 4 Ausgaben. Es war geplant, dass wir immer alle 8 Wochen entschieden haben, so, oh, da müsste man ja neu Papier und das ist wieder ein Aufwand. Und das ist egal. Wir wissen nicht, ob wir nach der 3. Ausgabe überhaupt noch erscheinen. Wird es Erfolg haben? Wir wollen jetzt das beste Papier und haben das auch gemacht. Dann das Cover weiter. So, vielleicht erinnert ihr euch noch von dem zweiten Chart, Real Crime, diese amerikanischen, englischen Magazine, die sich beschäftigen. Ich hoffe, wir haben einfach doch eine andere Form der Visualisierung auf dem Cover erreicht und ja, Longread und doch vielleicht mehr wie eine Buchreihe sein könnte. Uns kommt es darauf an, dass wir immer die Titelgeschichte highlighten und versuchen, die Essenz umzusetzen. Es muss nicht der echte Tatort sein, es muss nicht der echte Mensch sein, der eine Rolle spielt. Wir versuchen einfach eine Spannung zu erzeugen, mit, so wie ich es vorhin vorgelesen hatte beim ersten Cover, dass wir eben nicht laut sind. Geschichten. Und an 3 Beispielen möchte ich zeigen, wie Cover mit Geschichte korrespondiert und wie es zur Gestaltung kam. Das ist ein Fall aus Dänemark, 1995. Die Frau mit dem Feuer. Die Farbe, denke ich, macht es aus. Erklärt sich aber erstmal vielleicht nicht, was die Frau dort macht. Und das ist die Geschichte, die mit Wasser anfängt. Und wir machen auch gar nicht, dass wir anfangen, am Anfang zu sagen, wir machen jetzt eine große Headline und einen Vorspann, sondern was ist die Natur der Geschichte? Und das ist der Satz eines, das kann ich jetzt schon sagen, eines überlebenden Kindes, das kurz danach starb. Und fragte, wo ist die Frau mit dem Feuer? Und wir zeigen einem Meer. Denn, und das wird auf dieser Seite, dass eine Frau wäscht sich im Meer. Danach zog sie sich wieder an. Es ist auf der Insel Bornholm. Eine Frau, die als Austauschärztin auf die Insel Bornholm kam, eine Affäre anfing mit einem Arzt, der dort Familie hatte, der aber das beenden wollte. Sie um eine letzte Aussprache bat, ich fasse es jetzt wirklich sehr kurz zusammen, als er in Kopenhagen auf einem Kongress war, wo sie eigentlich lebte, und er das endgültig beendete. Und das passiert am Ende dieses letzten Absatz, und jetzt einen Cut zu erzeugen. Das, was man sieht, zum Beispiel ein Flugzeug, das ist im Text noch überhaupt nicht vorgekommen, aber ich wollte sagen, wie kann man jetzt eine Spannung erzeugen und darauf ein Zitat gesetzt, aber so hatte ich sie noch nie So hatte sie sich noch nie benommen, Entschuldigung, wir haben nicht immer alle parat. Das war der letzte Satz in dieser Mann, der übrigens danach nie mehr gesprochen hat, aus einer dänischen Berichterstattung gesagt hat. Und was sie tat, und das ist zum Kabel, eine Frau entschließt sich in Kopenhagen ins Flugzeug zu steigen, auf die Insel zu fahren. Der Mann, wie gesagt, ist in Kopenhagen, hat sie ihn getroffen. Sie geht zur Frau, bittet um eine Aussprache, vergiftet sie, zündet das Haus an, aus dem sich der ältere Junge 6 Jahre noch retten kann, mit diesem Satz, wo ist die Frau mit dem Feuer, und er starb. Und diese Frau ist übrigens 16 Jahre später danach entlassen worden. Sie hat geheiratet, sie lebt jetzt natürlich mit neuer Identität, ein Recht auf Resozialisierung, und hat einen Kindermörder geheiratet. So, das ist das Verlangen. Ja, es ist ein Verlangen, aber es ist das Verlangen. Nichts berührte er so gern wie die Haare von Frauen. Weil es Crime-Magazin ist, denke ich mal, das geht nicht gut aus. Zumindest ein deutscher Serienmörder, den gar nicht so viel kennen, weil er im Ausland, weil er LKW-Fahrer war, gewirkt hat und aber sehr lange von dem Psychiater Norbert Nedopil, heißt er, begutachtet wurde. Daraus speist sich unsere Geschichte.
Das ist aber nicht immer nur malerisches Zeigen, wie das dieser Mann von seinen Opfern dann inszeniert hat an Stricken, das wir natürlich abdecken und die alle mit persönlichen Noten versehen hat und Haarproben gesammelt hat. Und die Witwe hier zeigen wir tatsächlich eine echte Frau, eine echte Täterin, ein Agenturbild, das wir angeschnitten haben. Um das Gesicht nicht zu zeigen, Witwe verbindet man vielleicht eher mit einer älteren Frau. Diese Petit-Haltung, ich finde, das schafft schon eine Spannung, dass sie eiskalt mit ihren Männern umgeht. Und hier haben wir visuell etwas gemacht, weil wir auch Opfer anonymisieren müssen und haben die Bilder dadurch eingefroren und haben lang probiert, wie muss man, also ich kann euch sagen, ihr müsst allerdings senkrecht ins Wasser, nicht flach rein. Visuell kann man es nicht abfotografieren. Und manchmal ergeben sich, und die Frau war übrigens, sie hat zwei Männer umgebracht, zersägt und in die Tiefkühltruhe gepackt. Aber auch die haben natürlich einen Schutz, die Opfer, deswegen diese Form der Anonymisierung. Und die Frau, das hatte weniger mit dieser Visualisierung zu tun, hat in einem Eisladen gearbeitet. Es gibt aber nicht nur Longread, es gibt auch Kurz. Und das beim ersten Heft uns aus Amerika angeboten wurde, ein Fotoprojekt, eine Frau, die sich gegen Waffengewalt, was jetzt gerade wie sehr aktuell ist, die über Jahre versucht hat, ich will 100 Überlebende von Waffengewalt fotografieren. Da habe ich gedacht, dieses ganze Projekt, was noch gar nicht fertig war, ist uns ein bisschen jetzt zu mit diesem sehr dezidiert amerikanischen politischen Aspekt. Aber ich gedacht, aber wenn wir diese eine Frau, und sie haben wir kontaktiert, Sarah mit 13, schoss sie mir in den Kopf. Und lassen Sie einfach nur erzählen. Ein Protokoll. Und das finde ich auch ein schönes Beispiel, wie Crime man ganz anders bebildern kann. Das ist ein deutscher Fall, sehr gut dokumentierter Fall von Münchhausen-Syndrom. Ein Vater, der sein sehr kleines Kind, ich glaube anderthalb Jahre, immer wieder über längere Monate so sehr vergiftete. Anfangs fing es vielleicht harmlos an. Und später zeigen wir, weil wir niemanden zeigen dürfen und auch nicht wollten, mit was das Mädchen alles traktiert wurde im Laufe der Zeit. Und dass man Crime einfach auch nochmal anders erzählen kann, dass es jenseits des Mordes noch andere Geschichten gibt. Das ist auch dieser Fall aus Deutschland. Die eine, die Mutter des Täters und die Mutter des Opfers. Und manchmal müssen wir uns gar nicht mehr fragen, wie visualisieren wir, weil diese Mutter, wie leben die weiter in dem kleinen Ort? Und diese Mutter hat mir einen Stick gegeben mit Bildern von ihrer Tochter, die sie wollte. Da war diese Zeichen drauf. Ja, doch, das erkennt man. Sie hat wie einen Lebkuchen, das ist eine Silhouette ihrer Tochter, auf der sie alle Verletzungen eingetragen hat. Und sie sagt, es gibt zwei Mütter. Es gibt die eine, die will genau wissen, was passiert ist. Und es gibt die private Mutter, die um ihre Tochter trauert. Sie haben die Bilder von der ersten Mutter bekommen. Wir treffen aber auch Täter wie diesen Mann. Es ist jetzt aus der Geschichte heraus. Jetzt kommt gleich, warum, wie sich der Aufmacher und die Optik erzeugt hat. Ein Volksheld in Ungarn. Ein Mann, der sehr viel Banken überfallen hat, Geld aber auch an Ärmere gegeben hat, der Robin Hood-Effekt. Seine Spezialität war, vor jedem Banküberfall in die nächstgelegene Bar und erstmal einen Whisky. Und das haben wir daraus erstmal diesen Aufmacher erzeugt. Er ist bekannt in Ungarn als der Whisky-Robin, nicht weil er Whisky geraubt hat, sondern er sich immer, die Leute dachten, das ist ja cool, dass er so relaxed ist. Er sagt, er musste sich Mut ansaufen. Das war es einfach. Es ist ganz banal. Ein deutschen Täter, den wir getroffen haben, und wenn ich so Geschichten erzähle, vielleicht weil ich selber so begeistert bin von den Geschichten und Crime mich interessiert, aber auch die Optik, ein Mann, der einen Überfall beging, weil er in Not geriet, weil er Menschen aushalf zu viel und dadurch in finanzielle Not geriet. Ein sehr gebildeter Mann und irgendwie doch fast naiv, wie er versuchte mit diesem falschen Deutsch, der Wortlaut des Zettels, den er bei der Bank hinlegte, der sah nicht so aus, aber wir haben ihn so gestaltet, weil wichtig ist einfach nur der Wortlaut. Und versuchte von sich abzulenken, dass er vielleicht Ausländer sei. Und diesen Anlegebetrüger, der übrigens hier bei München sitzt, der über zwar drei Kontinente geflohen ist, sogar dem FBI weggerollt ist, ein Querschnittsgelähmter, fotografiert von Armin Smailovic.
Und dass man bei manchen Sachen auch glaube, dass man auf einen Fall aus Korea, alle, wir denken, ja, das größte Massaker ist von Anders Breivik, ich muss nochmal nachgucken, in Norwegen. Das zweitgrößte Massaker kennen wir, glaube ich, überhaupt nicht. Das ist in Korea gewesen, 1985 von einem Mann, der in der Kleinstadt an einem Tag anfing, es ging bis in die Nacht, 53 Tote, 35 Verletzte. Der Autor, der für uns in Korea war, sprach mit einer Frau, die dort geboren wurde, und sie fragte ihn, warum er hier ist, und erzählte von dem Fall, sie hatte noch nie davon gehört. Und das zeigt auch, wie Gesellschaften, andere Kulturen mit Verbrechen umgehen. Deswegen ist es auch wert, solche Geschichten zu erzählen. Und hier, weil es einfach die koreanischen Namen sind, baten wir dann, ich habe seinen Namen hier, ich muss es einfach, das ist der Illustrator Shin Kwang-ho, dem wir um Werke baten. Weil diesem Mann, das ist das einzige Bild, das von dem Attentäter beherrscht wurde, nachgesagt, ein Begriff im Koreanischen, er hatte kein Jeong und die Fähigkeit, mit seiner Außenwelt Nähe aufzubauen. Das ist ein Teil der Geschichte. Und manchmal gibt es einfach gar keine Bilder, wirklich gar nichts. Hier folgen 4 Doppelseiten Text. Ein Mann, der am Meer ein 10-Kilogramm-Paket Koks fand. In der Geschichte erfährt man, und das war ja auch noch, hat man auch überlegt, wenn wir eine Infografik machen, wie viel Koks an den Stränden angeschwemmt wird, weil immer wieder auf den Containern runterfallen Sachen, es geht auf, das Koks, das geschmuggelt wird. Es gibt richtige Untersuchungen darüber. Und er hat das vergraben in dem Haus seiner Frau, die setzt ihn irgendwann vor die Tür und dann wollte er mit Leuten, wollte er wieder an das Koks ran. Und manchmal vertrauen wir auch darauf, dass man nicht mal einen Vorspann braucht für eine Geschichte, sondern vielleicht visuell einfach schon sagt, ich möchte jetzt umschlagen, ein Fall aus Louisiana, 8 ermordete Frauen. Und dort in Louisiana mit den Everglades, das Alligator, keine wurde von einem Alligator gefressen oder so. Ich fand zwar ein schönes Visual, ein Sinnbild für den Filz und die Gefahr, die dort lauert, weil dort hält die Polizei zusammen, sie waren verstrickt in Prostitution und Drogengeschäfte. Das sind sie hier, 8 Frauen, eine Geschichte in 8 Kapiteln. Gespräche haben wir auch, jenseits der Geschichten, und versuchen auch da andere Formen zu erzeugen, statt einfach den Menschen, der spricht, den man nicht kennt. Und ich hoffe, das kann man lesen. Genau, Justitia soll blind sein, ein Richter sein Urteil ohne Ansehen der Person fällen, aber kann er das wirklich? So, andere Form, die wir noch haben, ist eine Geschichte, wie man Crime auch noch erzählen kann, jenseits der Fälle. Ist die Geschichte von Tieren in der Kriminalität. Ich wollte es einfach gerne zeigen, weil mir tat einfach sehr leid, dass die Kuhdame Mary, die des Mordes für schuldig befunden wurde, und auch wie eine Gesellschaft mit Tieren umgeht und sagte, auch Schweine früher vor das Gericht zog, weil für den Ausbruch der Pest verantwortlich machte, zeigt einfach, wie das Verständnis von Justiz ist. Sie hat einen Mann totgetrampelt und wurde am Kran erhängt, 1915. Und das ist die letzte, die ich zeigen möchte. Und ich hoffe, dann habt ihr einen Eindruck bekommen, wie Crime visuell auch funktionieren kann. Dass wir sagen, wer sind eigentlich die Menschen, die die Todesnachricht überbringen? Und wir haben Leute gesucht, die das machen. Und es ist nicht wie im Krimi, es ist nie der Kripo-Beamte in der Uniform. Wer sind diese Menschen? Wollten Sie ihnen eigentlich mal zeigen und einfach nur ihre Protokolle hören? Ganz schnell überspringe ich noch eine Fotoreportage und wollte nur noch sagen, dass Crime mit 2 Kurzgeschichten auch auf Tournee ist. Das war vom St. Pauli Theater, eine Kooperation mit Christian Redl, eine inszenierte Lesung von 2 Crime-Geschichten. Inzwischen deutschlandweit ist er auf Tournee. Deswegen freue ich mich, dass es einfach doch gut angekommen ist, wahrscheinlich das Heft. Und dass wir inzwischen auch Teilauflagen mit Filmen bestücken. Und die alle auf wahren Verbrechen beruhen, wie zum Beispiel links den in Cannes hochgelobten Memories of Murder, was ich finde, ganz toller Film, auch aus Korea übrigens, eine ganz andere Filmsprache, die sonst im Mainstream untergehen oder überhaupt nicht sonst in die Kinos kommen. Auch ein Angebot, was wir dem Leser machen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat einen Eindruck gegeben. Vielen Dank. Bleibt doch noch einen kleinen Moment bei mir.
Ich finde das unglaublich spannend, was du da vorstellst. Es hat für mich so eine, also irgendwie erinnert es mich sozusagen von der visuellen Kraft, die es hat, an das, was den Stern früher mal ausgemacht hat. Da, ich kann mich an unglaublich tolle Fotoreportagen über 10 Doppelseiten. Das macht ihn erinnern. Immer noch aus. Ja, das ist die sinkende Umfänge. Ja. Die Werbelöse, das ist übrigens ein ganz interessanter Punkt, dass wir sagen, klar, wir haben gar nicht, das war auch sozusagen, ihr werdet keine Anzeigen kriegen, da will keiner platzieren. Es musste auf Erlös gehen, damit genau. Wir den Umfang auch behalten können. Und gleich das, ohne Werbeetat, 50.000 vom ersten Heft. Und es sind 50.000 Auflagen, das wäre jetzt nämlich inzwischen sind wir bei Durchschnitt 75.000 bis 80.000 verkauften. Okay, und Ausgabe. Das Ding trägt sich einfach, das sonst würde es ja beim Gruner und Jahr nicht bleiben. Okay. Also was ich als zweites sehr spannend fand, ist, dass es ja an vielen Stellen fast so eine Form von Ästhetisierung des Mordes war. Ja. So, wie geht es einem selber damit, wenn man den Mord so schön macht, ganz persönlich? Das ist lustig. Jetzt, da muss ich erzählen, dass ich im letzten Herbst im Urlaub war, in Spanien. Ich kam abends an, morgens kam ich raus, wollte zum Strand, war eine Polizistin, ich dachte an der Rezeption, was ist los, ich komme raus und dort liegt ein toter Mann mit zwei Handtüchern zugedeckt, okay. Sehr viel Blut. Ich lernte, wenn jemand vom Dach springt und dass aus dem Kopf sehr viel Blut kommt. Und dass mir Leute sagen, wie hast du das ausgehalten? Und das Blut, das sind vielleicht persönliche Sachen, das habe ich ausgehalten, was dann beschäftigte, und das ist vielleicht eine Folge von Crime, dass ich dachte, was ist da wohl passiert? Und wenn es Selbstmord war, war es vielleicht jemand, der schon entschieden hat, ich mache jetzt noch eine schöne Zeit und ich werde es dort beenden. Dass ich angefangen habe, was ist vielleicht die Geschichte dahinter, das Drama? Sonst fragen mich Leute, ob ich gut schlafen könnte. Ich kann das, weil ich diese... Man lernt wirklich so viel mehr über den, was Menschen ausmacht, wie wir auch sein können. Ja, das muss ich dazu sagen. Also, ist das auch eine Form von Identifikation fast dann schon? Puh. Da muss ich einfach sagen. Also es sind ja zwei Sachen. Das nein, eine ich ist weiß, der ich Tote, weiß, ja, das ja. eine ist ja, der nein, Tote, ist das andere ist der Mörder. Ja? Ist völlig gerechtfertigt, ja. Oder ja. Die Mörderin. Nein, es ist, ich war vorher auch, also ein Begeisterter, bevor ich auch Crime gemacht habe, dass ich mir alle 80er-Jahren-Folgen von Aktenzeichen XY, ich schon einfach ein persönlich großes Interesse daran, habe mir vorher schon, wirklich, da habe ich noch ein Wohnmagazin gemacht, schon immer Bücher über Serienmörder geholt. Das habe ich aber gar nie so kundgetan. Also sie haben irgendwie gefragt, ob ich es machen möchte. Vielleicht kam es irgendwie mal raus. Ich also es ist eine echte Passion. Ich bin dir unglaublich dankbar. Wunderbar. Felix, vielen Dank für diesen schönen Vortrag. Danke auch nochmal für die Einladung. Danke. Ja, das war sozusagen ein kleiner Aspekt, der Großes bewirkt. Ich finde es unglaublich toll, was möglich ist, wenn man aus diesen engen Dingen der großen Publikumszeitschrift in das Kleine ausbrechen kann und dann plötzlich mit dazu indirekt beiträgt, dass die große Marke Stern sich neu, ja, vielleicht vitalisiert.